Ich bin tot, ich habe Akku nicht geladen von GoPro. Oh mein Gott, geht ab. Schlecht vorbereitet, man. YouTube Superstar, Nico Way. Es geht so, Mann, es geht so. Alter, was geht ab, Leute, hier? Mit Nico Way. Wir gehen jetzt den Laden abchecken. Der ist ein bisschen außerhalb, aber sah gut aus, meinte Nico. Boah, ich habe ein bisschen geschaut, er sah echt nicht schlecht aus und von den Preisen her sah es auch okay aus, ja. Mein Gott, wir sind da, Leute. Sind auch entlang nicht gesehen. Richtig abgelegen. Seht ihr, was euch interessiert? Shit, eigentlich muss ich einen Döner probieren hier. Genau, drin schauen wir. Wieso schauen wir nicht draußen? Mein Gott, Leute, die haben das hier. Finger weg davon. Finger weg davon. Eigern oder was? Ja, Mann. Schaut, Leute, Brot wird hier frisch gemacht. Mit Feuer hier, Leute. Oh. Lass uns unten. Ah, okay. Ich hab doch gesagt, wenn Tati nicht da ist, musst du vom Side-Character zum Co-Star werden. Side war immer mal. Immer beste Side, Leute. Also du kennst dich doch jetzt auch als Co-Star. Das ist doch der Star von deinem eigenen Channel. Aber nur Dings, Mann, ich hab keine Ahnung, ich hab so Video da. Ja, eben. Das ist ja nur Dichte. Aber warum bist du bei anderen Channels nicht? Kooperation nochmal. Ja, wir machen hier gerade eine Kooperation. Ja, Mann. Ja, wieso hat der Nico Away nichts zu sagen? Da müssen wir draußen wieder auf den Green Talk machen. Was musst du hier machen? Oha, müssen wir draußen Real Talk machen. Hat das schon schlechtere Sachen, sagen wir es mal so. Es wird aufgegessen. In deinem Video bist du mega gesprächig, Mann. Weil ja, Mann, weil ich da alleine bin. Schämst du dich vor uns? Ja, Mann. Nein, Mann, ich genieße und entspanne, Mann. Ist immer schön, Mann, nicht immer zu reden, sondern entspannen und nur der Kuster zu sein, Alter. Was gibt's sonst Neues? Ja, nicht so viel. Was mit Street Food? Erstmal kaum. Ich hab's noch. Okay. Aber überlege es zu verkaufen. Keine Hoffnung. Hast du es gelohnt, dass du mit dem alten Channel, dass du dort jetzt postest, oder wäre es besser gewesen auf dem neuen da? Boah, schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sagen. Ich denke, es ist schon okay so. Und bei dir, wann kommt bei einer Kooperation oder so? Hm? Wann kommt bei einer Kooperation oder so bei dir? Mit jemand anderem? Nee, mit, also, keine Ahnung. Hotel, Übernachtung, was weiß ich. Zu wenig, Flug. Mann. Ich hab zu wenig Leute noch mal. Ich weiß schon mehr, Mann. Da hast du jetzt immer welche. Ja. Also du hast jetzt 1200 Abonnenten, Mann, das ist doch zu wenig. Glaub doch an dich. Mir selbst überzeugt. Ich muss nur anfragen, Mann. Du hast einen Manager, ich werde der Manager. Ich kann 10%. Nur anfragen, 10%, warte mal. Von 10% von 1 Euro am Tag, man macht immer ein bisschen Sinn, wissen wir. 10 Cent? Passt doch. Ja. Was ist dein Ablauf da momentan? Immer Sonntag rein. Immer Sonntag, ja. Aber wird auch bald in den nächsten Wochen schwierig, Mann. Schon echt viel Arbeit, Mann. Da müsst ihr eigentlich eine Pause machen, aber mal sehen. Hat's ihr gehört, Leute? Inside-Infos, Nico, ich mach Pause hier. Nein, also so eine Pause, da mehrere Videos produzieren, damit man wieder die Ruhe hat. Mhm. Weil so muss man regelmäßig, es wäre mal schön, wenn ich dann irgendwie Content für 2 Monate im Voraus habe. Wow. Und dann mal rausholen kann, weißt
Algorithmus, Alter, Mann. Unerklärbar. Ja, ja. Ich meine, weißt du jetzt, was der Algorithmus ist? Es gab Zeiten, da wusstest du gar nichts. Gar nicht, ja? Das stimmt schon mal. So einfach, auch ein Algorithmus. So einfach ist es echt gar nicht mehr. Wenn man sich nicht auskennt, ist nicht so einfach. Aber lohnt sich, sie alle zwei Tage hochzuladen? Oder ist es unterschiedlich einmal in der Woche? Glaubst du, kriegst da mehr, es gibt mehr Impressionen von deinem Channel oder nicht? Das gibt man. Glaubst du? Ja. Ich weiß nicht, ob das. Ja. Die Leute so viel Zeit haben, das jeden Tag anzuschauen, das ist ja auch das Problem, weißt du? Die Leute sind Freaks, Mann. Ja? Die schauen jeden Tag. Also die würden jeden Tag schauen. Echt? Die würden sogar jeden Tag mehrere Videos schauen. Aber ich glaube, dass die Leute, wenn die so viel abonniert haben, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nicht schaffe, alles zu schauen, weil einfach so viele neue Videos rauskommen und wenn dann jemand irgendwie 50 Minuten Video macht oder so, irgendein Vlog oder so von irgendeiner Reise, weil ich da insbesondere viel abonniert habe, das ist dann zu viel. Also. Ja, das ist zu viel, natürlich. Dann musst du aber einer von den Guten sein. Von, ja, genau. Von den Favoriten deiner Zuschauer. Ja. Ich küsse euer Herz, ihr Zuschauer, dass ich euer Favorit bin. Nico Way kann gerne auf die 2 bei euch sein. Ja, Mann. Zweite ist auch okay, Mann. Ja, aber die Dinge schaust du ja trotzdem. Was mit Auswandern nach Dubai? Nach Dubai eher nicht, aber wenn dann Asien, Vietnam oder so. Wieso Vietnam? Weil ich Vietnamese bin. Talk das hier. Du bist auch Deutscher, du bist kein Vietnamese, Mann. Nicht der Option. Bist du hier geboren? Ich bin hier geboren. Ja, also bist du ja, Deutscher. Ich Pass. Ja, also du hast was... Ja. Du bist doch total entwurzelt, Mann. Ist was anderes, wenn du dort Urlaub machst oder wenn du dort lebst, Mann. Aber so wie ich dort lebe, ist der Urlaub. Wenn ich auswandere. Ich gehe ja dann dort nicht arbeiten und so. Ja, aber ob du jetzt, wenn du dorthin gehst, ob du jetzt Leute kennst, die es gibt und so. Oder bist du in dem Dorf wohnen, wo deine Eltern herkommen, oder kommen die aus der großen Stadt? Ja, die kommen aus dem Dorf, ich wohne dann in, entweder von Neu oder Saigon. Ja, da kennst du ja keinen, das meine ich. Ach so, ja. Lernt man kennen. Ja, ständig irgendwelche Leute kennen. Vor allem mit Krypto. Ja, der lernst du auch genau keinen kennen, man. Das ist doch alles dran. Wieso? Die sind ja immer auch am Rumreisen und. Es sind ja ständig irgendwo immer welche. Okay. Kuss geht raus an meine Worldwide Community. Mr. Worldwide Baby. Nico Way macht Scherze, dass er uns nicht zurückfährt. Ja, Mann. Könnt ihr hier ein bisschen Vlog über Griechen machen? Ich würde dafür sorgen, dass der Kanal runtergenommen wird. Welche? Meiner oder deiner? Deiner? Nein, Mann. Als Rache. Meiner soll gefördert werden, Mann. Nico Way hatte Angst, dass er nicht kritisch sein darf, aber... Boah, ich hatte echt Angst, dass ich nicht... Natürlich darfst du. Weil, immer. Ich habe ja gesagt, Tati ist nicht kritisch, Mann. Deswegen. Yeah. Ich bin immer ein bisschen kritisch. Aber warte, kurze Frage. Bist du jetzt extra mehr kritisch, nur weil du zu Tati gesagt hast, er ist nie kritisch? Bisschen. Also, ich muss sagen, ich war ja vor, zwei Jahren, glaube ich, war ich in der Türkei und da habe ich ziemlich viel Adana gegessen. Und ja. Ich weiß nicht, ob mir Barış zustimmen wird, weil er ist ja Türke. Die Türkei ist nochmal anders. Aber ich würde auf, natürlich vom Geschmack her ja, ist natürlich, anders. Natürlich, ja. Aber ich finde Adana ist normal viel schärfer. Also das war zum Beispiel gar nicht scharf. Ich bin jetzt nicht so ein Scharfesser, aber ich fand, das war jetzt nicht typisch Adana. Kleiner Kick. Also ich finde, das gehört auf jeden Fall schärfer. Geschmacklich, es war nicht schlecht, aber ich muss sagen, der Adana in Milbertshofen, obwohl der teurer war, war besser. Also von dem sagt man aber auch, das ist der beste in München. Also der war auf jeden Fall besser, der war aber viel teurer. Also ich fand es dann vom Preis her nicht schlecht. Also ich fand dann 20 Euro mit Pommes, Adana und Ayran fand ich in Ordnung. Ja. Ich muss gestehen, auf den Fotos, also ihr müsst eigentlich bessere Fotos machen, auf den Fotos sah der nicht so geil aus. Also ja, okay. Sah in echt viel besser aus. Also die Karte und die Fotos sollten die vielleicht überarbeiten. Also sah viel schöner aus, als sie das zubereitet haben und als sie es bekommen haben. Und wie gesagt, also er war jetzt nicht schlecht, aber... Ich würde auch sagen, es ist ein bisschen abgelegen. Wir sind ja hier auch im Industriegebiet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aus München extra hierher kommen würde, weil ich sage, boah, der hat jetzt so gut geschmeckt, ich komme jetzt hierher. Also eher für Leute, die jetzt hier vielleicht wohnen und hier arbeiten und dann vielleicht was essen. Aber jetzt so extra aus München würde ich nicht nochmal kommen. Und ich würde es jetzt,
ehrlich gesagt auch nicht empfehlen, dass man sagt, boah, jetzt komm her und so. Ich würde eher sagen, auch wenn der andere vielleicht, wo man 5 Euro mehr zahlt, 7 Euro mehr, aber da gehst du ja nicht so häufig hin, dann zahl halt lieber die 7 Euro mehr, auch wenn es schon nicht günstig ist, aber ess dort lieber. Und geschmacklich war der dort besser. Und ja, also für mich, ich würde sagen, es war in Ordnung, aber es war jetzt nichts Besonderes, wo ich jetzt sage, boah, ich würde jetzt hier wiederkommen und so. Und die anderen Sachen sahen jetzt auch nicht so aus, als würde ich die unbedingt probieren wollen. Also Hong zum Glück habe ich deins nicht genommen. Das sah für mich echt nicht so nice aus. Kann ich Nico White zustimmen. Ist okay, wenn man hier wohnt oder arbeitet, was weiß ich. Ich weiß nicht mal genau, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall nicht in München, Mann. Ja, was ich hatte, hängt und steht halt mit dem Spieß und der war halt normal. Aber was hattest du überhaupt? Was war denn das? Iskender-Kebab. Iskender, was ist Iskender-Kebab? Das Döner-Teller einfach nur mit zusätzlich Buttersauce eigentlich. Ja. Und eigentlich mit Buttersauce ist eigentlich super saftig. Der war okay, also hängt halt vom Spieß ab und der Spieß war jetzt nicht Bombe, aber ihr kennt's, ich hatte auf jeden Fall schon schlechter Gedöner okay, Spieß. Also er war okay und dann fragt er ihn so, ja, hat's geschmeckt? Also ich hab's aufgegessen. Okay, war das. Soll ich sagen, es hat mir geschmeckt? Nein, aber wenn du sagst, ich hab's aufgegessen, das heißt, es hat scheiße geschmeckt, ehrlich gesagt. Nein, ich habe auch Sachen schon mal nicht aufgegessen. Ja, okay, aber wenn jemand zu mir sagen will, wenn ich was zubereiten würde, wenn jemand zu mir sagt, ich hab's aufgegessen, dann würde ich das als Beleidigung auffassen. Oder? Was? Das war schon nett von mir. Safe, ist nicht so badisch. Echt? Okay. Aufgegessen, so gut, okay. Ja. Also man hat wurde satt und aufgegessen. Ich finde, man isst immer auf, Mann. Okay. Also ich versuche es immer aufzuessen. Echt? Boah, ich esse aber immer, manchmal schafft man es echt nicht. Das hängt auch von der Erziehung ab. Ich musste, als ich klein war, immer aufessen. Deswegen ja, klar, ich auch, aber. Ich kann nie was einfach so stehen lassen, deswegen ich muss immer aufessen. Ja, aber es geht ja schlecht, also das war jetzt okay. Ist dir kalt oder was? Das war jetzt ganz normal. Wieso bist du so zugedeckt hier, Mann? Ja, was würdet ihr sagen, Leute? Die Jacke halt an, Mann. Wenn der Laden euch fragt, hat es euch geschmeckt? Dann sage ich natürlich nicht nein, nicht ja, wenn es mir nicht geschmeckt hat. Aber du hast doch jetzt gesagt, ich habe aufgegessen, war positiv. Nee, es war neutral, okay. Ja genau, wenn es neutral ist, okay. Befriedigen, genau, aber nicht mehr. Ja. Nicht mehr, nein, es war nicht gut. Sonst hätte ich ja gesagt, dann ist okay. Okay. Also ich bin schon zufrieden und glücklich, ganz ehrlich, preis-leistungstechnisch. Dieses geile Grill. Aber preis-leistungstechnisch muss ich sagen, Döner-Teller. Das waren die großen Spieße, nicht diese kleinen. Ja, aber ich glaube, das war preis-leistungstechnisch gut, aber so ein Döner-Teller für 15 Euro ist jetzt auch nicht so günstig, oder? Also ist nicht günstig, vor allem in der für die Lage. Genau, also für die Lage schon. Also 15 Euro für einen Döner-Teller ist halt schon, boah, also wenn du überlegst, kann man, ja, ist halt typisch. Also ich würde lieber Mann. Zwei Döner holen, ja. Das ist schon hart, Mann. Döner-Teller hat doch vor, keine Ahnung, 3 Jahren wahrscheinlich noch unter 10 Euro gekostet, Mann. Ja. Und jetzt 15 Euro, Mann. Ja. Also ich boykottiere Döner, Mann, weil die Preise zu heftig sind, Mann. Ja, das ist eine Frechheit, was die mittlerweile für Döner verlangen, das ist so. Also ich bin eh nicht so ein Döner-Liebhaber vom Essen her. Und ich finde halt die Preise Enter. Oh mein Gott, Enter hat die Qualität, oh Mann. Oh mein Gott, Mann. Welches iPhone ist das? Das vorletzte, nicht das neueste. Okay, aber schon krasse Qualität, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott, okay. Ja, du bist kein Döner-Fan. Und boykottierst dich. Also Döner bin ich nicht so ein großer Fan und ich finde halt die Preise sind halt brutal, Mann, mit den Döner. Also ohne Scheiß, wenn du dann irgendwann 10 Euro für einen Döner zahlst, denkst du halt auch, hey, ich kriege halt irgendwo auch so ein Mittagsmenü im Restaurant oder was für den Preis. Ja, aber die Mittagsmenüs sind auch gestiegen. Die sind ja auch nicht mehr 10 Euro wert. Also das ist ja voll selten, dass du noch ein 10er Mittagsmenü findest. Ja, es geht bei Asiaten halt. Bei Asiaten findest du schon was. Aber ich finde halt, wenn du so einen Döner isst, ob du halt so einen Döner für 10 Euro wirst du auch dann satt. Das ist auch die Frage. Ich meine, die hauen dann immer mehr Salat rein und immer weniger Fleisch. Und dann 10 Euro, dann denkst du, hey, ich könnte jetzt eigentlich noch einen zweiten essen, aber willst du dann 20 Euro für 2 Döner ausgeben? Nee. Ja, also. Ja, noch sind wir nicht bei 10 Euro. Nächstes Jahr safe, Mann. Nächstes Mal YouTube. Nächstes Mal, oh yes. Ja, das war's von mir und den Jungs. Und, ich kenne den Namen von dem Dönerladen nicht. Und ich weiß gerade auch nicht, wo der war. Bisschen außerhalb. Ich wurde angeschrieben von irgend so einem. Der kümmert sich um mehrere Läden. Macht ein bisschen Marketing für die und der meint, hey, schaut's vorbei, geht alles aufs Haus dann. Also im Nachhinein, ich schicke ihm eine Rechnung. Ich meine, an sich ein ganz normaler, solider Dönerladen. Ich weiß nicht, was sie sich erwarten davon oder was der Typ sich davon erwartet, weil die Location ist natürlich sehr speziell.
Also ist jetzt nicht so wie ein Laden irgendwo mitten in der Stadt, wo tatsächlich dann Leute hingehen. Der hat ja eine ganz andere Funktion. Der ist ja dafür da, für die Leute, die dort arbeiten in der Gegend oder Familien, die da einkaufen und danach noch was essen oder halt Leute, die da in der Gegend ein bisschen außerhalb der Stadt wohnen und dann sich da was fürs Abendessen holen oder so. Aber klar, meine Reichweite ist nicht groß, aber mittlerweile, wenn man alles auch noch verbindet, so YouTube, TikTok und Instagram, das schlägt schon kleine Wellen zumindest, wo Leute die Läden abchecken und sagen, hey, yo, krasse Empfehlung oder den Laden habe ich abgecheckt oder den habe ich durch dich entdeckt. Mit dem Laden funktioniert das ja nicht, weil der ist ja irgendwo am Arsch der Welt. Und der hat ja nichts Spezielles zu bieten. Also, ob ich jetzt diesen Laden empfehle, was ich aber nicht tue, oder random Döner die Straße runter, nimmt sich nicht. Also schwer, dir mehr Kundschaft dorthin zu bringen. Also, wäre das jetzt mein Kunde, ich wüsste auch nicht, wie ich den Laden pushen sollte, weil ja, mehr als das, was die jetzt gerade machen, kann man halt nicht machen mit dem Standort. Naja, das war's von mir und den Jungs. War eine nette Zeit. Ich hoffe demnächst mehr von den B, von der Ersatzbank vom B-Team. Solange Tati Vaterschaftsurlaub ist. Über Like, Subscribe, kommentieren. Check die Visa von mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business aus den Minen.